Unter diesem Motto stellt QS24 unter regelmäßigen Aussendungen eine Basismedizin dar, die auf den elementarsten Säulen basiert, die das Leben ausmachen. Reine Luft, sauberes Wasser und eine ausgewogene Ernährung. Diese drei Säulen des Lebens und der Gesundheit gehören nach unserer Auffassung in jegliche wissenschaftliche und medizinische Behandlung. Sie stellen aber auch die Grundlage eines gesunden Lebenswandels dar, auf dem alles weitere aufbaut und sollten daher in eine erfolgreiche Prävention mit einbezogen werden. QS24 ist es ein Ansinnen, mit diesen Staffeln umfassend zu informieren, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir trotz unserer Recherche und die Überprüfung der jeweiligen Inhalte keine Haftung übernehmen können. Die Sendungen stellen keine medizinische Beratung dar. Sollten Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ihr QS24-Team. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Back to the School. Heute ist wieder Steinheilkunde angesagt und ich freue mich sehr, dass ich wieder zwei Gäste hier haben darf. Einerseits der Bruno Vogler-Pfeiffer, herzlich willkommen. Danke. Steinmandli als Übername, schön, dass du wieder da bist. Und auf der anderen Seite hast du einen Gast mitgebracht, nämlich der Tierarzt. Ganz herzlich willkommen, lieber Marc Schatzmann. Danke, dass du sehr da bist. Ja, das ist eine Ehre für mich auch. Naja, eine Ehre, ganz unsererseits, weil ein Tierarzt, der endlich mal über eine ganzheitliche Tierheilkunde spricht, ist schon eine ganz neue Liga. Bisher haben wir uns viel, viel mehr auf Menschen fokussiert und sehr wenig über Tiere. Das hast du heute diese Brücke geschlagen und freut mich sehr. So, jetzt gehen wir aber mal ein bisschen noch rein, weil du hast mir in einer anderen Sendung nur schon angesprochen, dass du in deiner ganzheitlichen Arbeitsweise auch immer mit deinem Hund dabei bist. Ja. Verstehe ich jetzt auch noch gar nicht. Was ist denn der Sinn und Zweck von deinem Hund? Ist das auch ein Therapiehund? Also sagen wir so, er kam so oder so auf eine sehr, sehr spezielle Weise zu mir. Das war eine Kollegin von mir. Also Tale, ich habe ihn mit 2 Jahren erst übernommen. Ein Jahr lang war er bei einer Vorbesitzerin und das ging überhaupt nicht. Dann wurde er während einem Jahr, suchte man einen Platz für ihn. Man schickte ihn von einer Familie zur anderen und unter anderem kam auch eine Kollegin von mir, die Tierkommunikation macht. Hat ihn gehütet für 2 Wochen, 3 Wochen und da hat sie einmal eine Tierkommunikation gemacht mit ihm und er schickte ihr das Bild von mir. Er wollte zu mir. Er kannte mich aber noch überhaupt nicht. Habe ihn noch nie gesehen. Was für ein Bild geschickt? Der neue Besitzer wird ein Tierarzt sein oder sowas? Ja, ein alternativ arbeitender Tierarzt. Ah, ja, genau. Okay. Ja, dann gibt's nicht viel. Sehr konkret, sehr konkret. Und eben in der Tierkommunikation, man kann Bilder schicken, man kann oder du kannst Worte empfangen oder Gerüche oder irgendetwas. Das funktioniert so. Das ist ja wieder ein neues Gebiet, diese Tierkommunikation. Ja. Man kennt sie ja auch aus einem berühmten Hollywood-Film, Der Pferdeflüsterer. Ja, und das ist dann Hollywood. Das war Hollywood, okay. Wie läuft denn das wirklich ab? In der Tierkommunikation ist es wirklich so, dass man sich auf eine höhere Ebene begibt und dort einfach telepathisch mit dem Tier kommunizieren tust. Das Ganze. Ich meine, wenn wir das wissenschaftlich betrachten, ist es immer sehr, sehr schwierig zu verstehen. Absolut. Aber wenn wir jetzt auf deinen Erfahrungsschatz angehen als Tierarzt, kannst du sagen, dass das in den meisten Fällen wirklich funktioniert? Das funktioniert sogar sehr gut. Gibt es da nicht auch die Gefahr von Scharlatanerien? Absolut, absolut. Schon, also die Gefahr besteht immer. Und kontrollieren kannst du es auch nicht, das Ganze. Aber da kommt es wirklich auf dein Gefühl drauf an. Das Gefühl von wem zu wem, also zu diesem Tierkommunikator. Genau. Okay. Ob sie wirklich authentisch ist oder nicht. Und wenn ich mit Tierkommunikatoren zusammenarbeite, sind das wirklich für mich einfach 2 Personen, die ich einfach weiß, die sind super. Die haben mediale Fähigkeiten und die können mir wirklich
die kann ich gut weitervermitteln. Ja, jetzt geht es gleich in die nächste Frage. Warum braucht ein Tierarzt die Unterstützung eines Tierkommunikators? Ja, häufig ist das Problem in der Beziehung zwischen dem Besitzer und dem Tier. Und da gibt es häufig einfach Probleme, dass sie, das Tier will etwas sagen, aber der Besitzer versteht es nicht. So, wie er es sollte. Und gerade für schwierige Probleme beim Tier, entweder sind es Angstprobleme oder Aggressionsprobleme oder zum Beispiel auch Unreinheiten, dass ein Hund oder eine Katze im auf das Bett uriniert zum Beispiel. Das sind alles, die Katze will auf etwas aufmerksam machen, das für sie wichtig ist. Das ist nicht ein organisches Problem, das ist ein psychologisches Problem der Katze. Sie will auf etwas aufmerksam machen. Und da kann man sehr gut dann eben mit dem Tierkommunikator arbeiten. Dann, die Leute kommen zu dir wegen diesem Problem zum Tierarzt und du sagst, das ist nicht mein Gebiet, geht dazu diese Tierkommunikatorin. Ja, genau. Ja. Also nicht verzagen, Marc Schatzmann fragen. Oder andere. Okay. Also ich will mich da nicht so heranstellen, dass ich der Alleinige bin, aber es gibt auch andere, aber ich kann weiterhelfen. Auf jeden Fall. Und ich finde es auch wichtig, die Zusammenarbeit unter anderem mit einem Chirurg. Oder wenn ich ein Problem habe, ein Kreuzbandriss, den kann ich nicht heilen. Beim Tier jetzt? Beim Tier. Oder mit den Steinen oder so. Ja. Da muss ein Chirurg hin. Das braucht es einfach. Ja. Und es braucht die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Personen dann. Verschiedenen Ebenen auch. Mhm. Ja. Jetzt hast du mir schon erklärt, dass einerseits Pferde ist ein Steckenpferd, wo du sehr häufig gefordert bist. Hunde hast du auch schon gesagt. Ja. Jetzt hast du das erste Mal das Wort Katze noch genannt. Ja. Ist auch ein Spektrum, wo immer wieder auf dich zugekommen wird? Wird auch auf mich zukommen. Das Problem ist bei den Katzen, die sind anders als bei Hunden zum Beispiel. Ein Hund, den kann ich gut 30, 40 Minuten kann ich den auf dem Tisch haben. Ja. Eine Katze wird das schwierig. Wenn ich 15 Minuten, 20 Minuten an einer Katze arbeiten kann, ist das schon sehr gut. Ja, die wird dir sagen, du kannst mich mal. Genau. Okay. Aber es ist häufig so, die Vorbesitzer oder die Katzenbesitzer, die sagen, der Tierarzt konnte sie nicht behandeln, er konnte nichts an ihr machen. Bei mir geht das perfekt. Ich lasse den Tieren einfach die Zeit und auch den Raum häufig. Ich merke, wenn es nicht mehr funktioniert, ist okay, dann war's das. Du bist nicht unter Zeitdruck. Nein, ich nehme mir wirklich die Zeit. Ja. Und ich gebe auch, es ist auch wichtig, dass die Katzen oder die Hunde oder die Pferde, dass sie mich zuerst einmal spüren können, dass sie mich riechen können, dass sie mich hören können, mit allen Sinnen. Mhm. Und dass ich ein bisschen vertraut werde für sie. Ich habe noch zwei Fragen, die mir gerade noch wichtig erscheinen. A, gibt es einen Unterschied vom Krankheitsverlauf von Tieren, die ständig indoor gehalten werden und nicht rauskommen, sogenannten Haustieren, gegenüber denen, die immer wieder draußen sind? Gibt es da Unterschiede aus deinen Erfahrungen? Ist dieser Punkt elementar? Also das Problem ist vor allem bei Katzen der Fall. Oder da ist die Frage eben, kann eine Katze nur innen gehalten werden oder muss sie auch raus können? Mhm. Das kommt immer darauf an, wie sie aufgewachsen, also wie sie als Welpe war auch. Oder wenn sie von einem Bauernhof kommt, dann denke ich, ist es wichtig für sie, dass sie auch raus kann, das Ganze. Bei Zuchtkatzen, die das nicht kennen zum Beispiel, das funktioniert sehr, sehr gut, wenn sie auch nur drinnen gehalten werden können. Mhm. Wenn sie drinnen gehalten werden, ist es einfach wichtig, dass sie, zum Beispiel, wenn wir arbeiten, dass sie zum Beispiel zu zweit sind. Dass nicht eine Katze alleine während 12 Stunden in der Wohnung ist und nichts machen kann. Mhm. Okay. Es muss auch etwas passieren für sie. Ja. Ich bin ein bisschen auf diese Frage gekommen, weil wir haben ja auch ein Erdmagnetfeld, wir haben Energien, die von Natur aus geschenkt sind und dann sind plötzlich ein Tier im dritten Stock oben in einer Wohnung und eigentlich von der Erde total wegisoliert. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das könnte einen Einfluss haben auf die Gesundheit von Tieren.
Aber ist dir weniger bekannt? Weniger. Ja. Das ist vor allem auch, also das ist vor allem auch bei Katzen, ist auch die Ernährung sehr, sehr wichtig, das Ganze. Die andere, die zweite Frage war, viele Menschen neigen heute immer mehr dazu, eine Elektrosensibilität zu haben oder sogar eine Allergie zu Elektrosmog, Schlafprobleme und. Wie reagiert eigentlich ein Tier in diesem Bereich von diesem Strahlensalat direkt am WLAN zu schlafen oder weiß Gott was? Hast du da schon irgendwelche? Jetzt erzähl gerne. Ja. Also da gibt es vor allem auch wieder bei Katzen, die sind sehr, sehr, die sehr sensibel auf diese Sachen reagieren die. Und gerade Katzen, die sind vor allem auch an Orten, wo es eine sehr starke Strahlenintensität haben, da häufig schlafen diese Tiere. Sie laden sich auf. Ja. Der Hund, der flieht eher von diesen Stellen, oder? Aber die Katze, die braucht das, oder die will das auch ein bisschen. Ja. Auch von den Erdmagnetfeldern, so Punkte, die wirklich eine hohe Energie abgeben. Katzen lieben diese Punkte. Mir hat mal jemand erklärt, eine Katze kriegt immer so viel Energie von uns Menschen. Ja. Und dann muss sie sie irgendwo wieder abgeben. Ja. Das heißt, sie geht auf einen Strahlenplatz und gibt es ab. Und der Hund ist umgekehrt. Genau. Der Hund gibt uns ständig und muss sich selber wieder aufladen. Ja, ja. Wobei eben, er lädt sich nicht unbedingt gerne an den Kraftorten, die elektromagnetisch aktiv sind. Die meidet er eher. Aber das heißt jetzt eigentlich, eine Katze ist eigentlich ein Strahlensucher, die liebt Elektrosmog. Ja. Und der Hund ist eigentlich derjenige, der davon flieht. Genau. Wie sieht es denn draußen in der Natur aus? Gehst du auch als Tierarzt zu Bauernhöfen? Ja. Und dort sind ja die Tiere auch diesen ganzen Sachen ausgesetzt. Was sind da so Werte, die du immer wieder siehst? Also da hat man eigentlich auch in der Fakultät in Zürich hat man Studien gemacht mit den Sendemasten, die sehr nahe bei einem Stall liegen zum Beispiel. Und da hat man wirklich gesehen, dass diese, vor allem die Kühe, die versuchen wirklich dieser Strahlenquelle zu fliehen. Also sie können es nicht in einer Anbindehaltung dann häufig. Ja, ich kenne auch ein paar Bauern, die sind total verzweifelt manchmal, weil sie gar nicht mehr wissen, was zu tun ist. Ja. Kannst du helfen in solchen Fällen? Man kann insofern helfen, eben, dass man in einem Stall zum Beispiel einfach mal schaut, oder sind da Wasserströme zum Beispiel, indem man diese gewisse Lager wo Kühe sich dann hingeben müssen und nicht fliehen können, die sind sehr stark belastet von diesen Wasserströmen. Das heißt, du machst eine Entstörung des Stalls oder der Räumlichkeiten? Absolut, das kann man machen, ja. Mit Steinen kann man das sehr gut machen. Ja. Das ist etwas, was du auch schon einfach so gelernt hast nebenbei, oder ist es das, was du jetzt in der Steinheilkunde... Das bin ich jetzt am Lernen. Das bist du jetzt gerade am Lernen. Genau. Ich weiß schon ein bisschen, aber ich will mich da noch gerne ein bisschen vertiefen in das ganze Problem. Dann gerne jetzt zu dir, lieber Bruno. Die Frage auch da, sind schon viele Bauern auch zu dir gekommen, gesagt haben, hilf mir mal da mit dem Stall, dass hier die ganzen Energien wieder stimmig sind, weil es einfach Plätze gibt, da kein einziges Tier hinsitzt, da muss doch was sein. Ich meine, die sind ja alle auch sehr feinfühlig, die arbeiten, leben mit Tieren. Wie siehst du das? Was sind deine Erfahrungen? Ja, grundsätzlich, die Bauern, die Landwirte sprechen eine eigene Sprache. Ja. Und die Sprache der Landwirte versteht nur ein Landwirt. Und ich habe da im Bizol-Gebiet in Amden, also in Wesen, habe ich auch einen Mark, ich darf den namentlich nicht näher nennen, weil und der entstört ganze Bauernhöfe. Mhm. Also, der arbeitet mit dem Baryt und der hat natürlich, da sind Kühe, die nehmen nicht auf oder Kühe, die verwerfen immer. Und dann wird er gerufen und du hast ihn noch nicht kennengelernt. Nein. Wir haben beim Hinfahren gesprochen. Ja. Für das ist eigentlich meine Schule auch da, als Schlüsselstelle, als Verbindung. Mhm. Für solche Leute, wir kommen, der Joe Schnarrwiller war ja da, der ist von der Raumenergetik.ch, Joe Schnarrwiller, der das schon bald 25 Jahre macht, wie das entstört. Aber Landwirte gehen zu Landwirten und die haben so ein richtig
gutes Buschtelefon, das funktioniert. Und ein Landwirt, also er ist Tierarzt, aber ein Landwirt, der 20 Jahre mit Kühen arbeitet, hat eine andere Einstellung zu einer Kuh oder für dich jeweils schwierig, hast du mir gesagt. Es gibt Landwirte, die lassen das nicht zu, wie er arbeitet. Die haben dir schon die rote Kelle gezeigt, als er mit Akupunktur eine Kuh heilte. Das ist, kann natürlich in, je nachdem in gläubigen Gebieten ganz falsch ankommen. Mhm. Aber jetzt kommen immer mehr so Anfragen, weil schlimm ist ja, dass die Tiere immer mehr zu leisten haben. Sie haben mehr an Fleisch zuzulegen. Und da, wir haben auf der Hinfahrt hierher gesprochen, wie das schlimm ist, wie man die Kühe eigentlich, Leistungskühe ausbeutet oder hinzüchtet. Eine Kuh, die 6.000, 8.000, 9.000 Liter bringen muss, die ist ja immer am Fressen. Ein solches Tier hat ja immer Hunger und das muss das ganze Tag füttern. Das sind Hochleistungsmaschinen, die sind auch mager, die können ja auch kein Fett ansetzen, weil die, das Fett muss in die Milch. Und solche Kühe sind gesundheitlich auch im Immunsystem sehr schwach aufgestellt. Kannst du das mir bestätigen? Absolut, absolut. Und da kommen die Steine immer und immer mehr. Und die verwerfen das auch nicht. Also die nehmen das an. Und das du ist, hast den Baritstein angesprochen. Der steht gerade da 2 Meter vor deinen Füßen. Aber hast du mir ja auch mal einen hingelegt. Seit er da liegt, habe ich gar keine Probleme mehr mit dem ganzen Elektrosmog hier im Studio. Schon faszinierend. Ja. Das heißt, man würde dann wirklich so mit diesen Baritsteinen einen Stall entstören. Ja. Es ist ganz einfach. Wenn du einen Freilaufstall hast, dann richtest du in einer Ecke Baritstein ein. Und schau mal, wo die Viecher dann sich hinlegen. Das ist bei den Tieren ganz einfach. Also das funktioniert sehr einfach. Und ich weiß, in der Innerschweiz, in der Region Immensee, da gab es eine Stallung, die ist direkt unter der Hochspannungsleitung. Und die Kühe nahmen nicht mehr auf, verwarfen. Und es ist dann so weit gekommen, dass der Hof, also das Elektrizitätswerk hat den Hof gekauft und die Landwirtschaft wurde eingestellt. Mhm. Also die Tiere. Also das ist ganz, ganz klar. Mhm. Also wir, den Elektrosmog, den wir heute haben, oder die Frequenzen, schaden den Tieren massiv. Mhm. Mhm. Und auch den Menschen. Ja, natürlich, klar, das sind wir auch. Also, nur wir können Tabletten runterhauen, oder? Ja. Wir haben Krankenkassenversicherung, die Ärzte zahlen. Ja. Aber das ist ganz, ganz der falsche Weg. Und das, Marc, du wirst sicher auch mehr kommen. Also, Marc wird mit Marc verkoppelt, mit Joe alles. Also, das gibt jetzt wirklich das gibt jetzt, soll ich sagen, ein Imperium, ein Steinimperium. Ein Verteilerzentrum. Ein Kompetenzzentrum. Kompetenzzentrum, Jetzt, lieber Marc, mich würde ja so irgendwie noch eine Geschichte interessieren. Ich meine, du arbeitest eben als ganzheitlicher Tierarzt und hast auch die ganze Steinheilkunde integriert in deine Behandlungen. Kannst du mir mal eine Geschichte erzählen, was für einen Fall du schon behandelt hast und wie der dann ausgegangen ist? Wie du halt aufgrund von deinen Behandlungsweisen? Ich kann dir einen sehr guten Fall vorstellen. Und zwar ist das eine Labradorhündin, die von einer Kundin bei mir gezeigt wurde. Die hatte Probleme mit einer Blasenentzündung, wurde in der in Universitätsklinik Zürich wurde die behandelt mit Antibiotikum während 3-4 Wochen und dann war es gut und dann 2 Wochen später hatte sie wieder eine und das war wirklich ein Kommen und Gehen, das Ganze, oder? Und sie war sicher etwa 3 oder 4 Mal war sie dort und wurde dann mit behandelt. Und schlussendlich kam die Hündin dann, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, da war sie wirklich eine schwache Hündin, also sie war etwa 8-jährig, aber das war ein schwacher Hund, hatte keine Energie mehr, er konnte den Urin nicht mehr halten, also sie war inkontinent. Mhm. Sie hatte Probleme sie trank sehr viel, sie hatte Probleme mit den Nieren und eben die ganze Lebensenergie, das war wirklich ein schwer kranker Hund, oder? Und bei mir ist das wirklich so, ich habe eigentlich
gesagt, von der chinesischen Medizin ist es wirklich so, dass zu lange Antibiotikumgaben, das bringt eine Kälte in den Körper, eine Energielosigkeit. Und diese Kälte, das war das Problem des Hundes. Oder man musste zum Beispiel bei ihr, ich habe dann mit chinesischen Kräutern die ganze Nierenenergie wieder angehoben. Dann fiel zuerst die Inkontinenz. Sie konnte wieder den Harn wieder halten. Nach zwei Wochen fing sie wieder an zu spielen, der Hund. Sie fraß viel besser. Es war wirklich ein anderer Hund. So schnell? Ja. Ja. Jetzt hast du aber noch ein Stichwort gebracht, Antibiotikum. Und aus den Talks hier in den Gesprächsrunden mit Medizinern ist ja immer auch hier wieder das offensichtliche, Antibiotikum macht das Mikrobiom kaputt im Darm. Absolut. Wie ist das bei Tieren? Das ist genau das Gleiche. Ja. Das ist auch das Problem. Und des Weiteren eine zu lange Antibiotikumgabe, das kühlt den Körper aus. Das ist das Problem. Dann hast du das mit Kräutern wieder aufgebaut. Genau. Und das Mikrobiom, wie hast du die richtigen Bakterienstämme? Ich meine, wir schlucken halt irgendwie ein Prä- oder Probiotikum, oder? Also das gibt es für Tiere auch. Ach. Ja, genau. Ja. Und eigentlich ist das wirklich für mich immer das Erste, dass man eben mit diesem Probiotikum wieder eine normale Darmflora hinkriegt, oder? Mhm. Und dann das Zweite ist eben, dass man wirklich schaut, dass wieder Energie in den Körper kommt. Ja. Dass der Körper diese Unterkühlung, dass man mit wärmenden Kräutern, zum Beispiel in der chinesischen Medizin, zum Beispiel die Ginseng ist ein sehr gutes Mittel, oder Ingwer. Das sind, du wirst mir immer sympathischer. Das sind geniale Sachen, oder? Ja, logisch. Ich meine, was für uns gut ist, kann für das Tier nicht schlecht sein. Im Gegenteil, oder? Absolut. Das kennen wir ja eigentlich, alle diese Schätze von Naturheilwissen. Ja, wenden sie nur noch bei Tieren an, oder? Viel zu wenig, das Ganze. Ja. Und wenn ich auf die Steine spreche, gibt man alle Steine, die rot sind. Absolut. Also, Karneol. Die Energie bringen. Ja. Die rote Energie Steine geben rote Energie. Ja. Karneol speziell, roter Jaspis, ja. Das heißt, auflegen, auf den Hund drauflegen oder ins Bett legen oder was macht ihr da? Also da kann man machen, ins Wasser legen, da kann man eben ins Bett legen. Ich arbeite häufig, dass ich wirklich dem Besitzer sage, nimm diesen Stein, mache Wasser draus und lege ihn dazwischen unter das Bett. Das heißt, die Selbstheilungskraft wird eigentlich vom Tier gestärkt, durch das, dass er ständig mit diesem roten Stein an Energien versorgt wird. Es geht wirklich darum, dass man die Selbstheilungskräfte, die in jedem Tier vorhanden sind, in jedem Menschen, dass man die wieder aktivieren tut. Kann man auch zum Beispiel, ich meine, bei Menschen gibt es hyperaktive Menschen, bei Tieren wohl auch, kriegt man die auch wieder runter mit einer anderen Farbe von Steinen? Es gibt die ADHS-Problematik auch bei Tieren. Also die hypernervöse Tiere zum Beispiel, das gibt es. Und da kann man mit Steinen was machen auch? Absolut, beruhigende Steine, blaue Steine, die wirken beruhigend auf das Gemüt, auf das ganze Individuum wirkt das positiv, das Ganze. Lieber Bruno, ich meine, es ist spannend, dass du mal einen Tierarzt noch mitgebracht hast. Ich meine, die meisten Kunden von dir, die du jetzt eigentlich über deine ganze Steinzeit-Ära hinweg begleitet, das sind ja hauptsächlich Menschen, die mit Menschen arbeiten oder sich gegenseitig was Gutes tun. Und jetzt kommt plötzlich ein Tierarzt dazu, der das für die Tiere praktiziert. Was geht da in dir vor? Ja, nein, das war, ich habe ja mal das Buch mit Hunden und Tiere, mit Hunden vorgestellt, aber das Problem mit Tieren war schon immer da. Nur hat dich niemand zur Hand wie er. Also rund 20% oder 30% halten ein Haustier. Also das sind auch meine Klienten. Und jetzt kann ich da bessere Antwort geben. Also ich weiß ja, eben welcher Stein, das sagt auch Mark mir, ein Stein, der mich beruhigt, beruhigt auch das Tier. Mhm. Und er sieht das immer ganzheitlich. Mhm. Also wenn du einen nervösen Besitzer hast, hast du keinen ruhigen Hund. Dann macht beides so. Mhm. Und da geht man immer das Ganze an. Also wenn ich mich jetzt mit dem Thema mehr beschäftigen will, lieber Bruno, oder einer unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, was empfiehlst du ihm? Wie soll er da den ersten Schritt machen? Also ich sage, es gibt Literatur. Er kann sich ja die Literatur von Michael Ginger oder von
Werner Kühne, Walter von Holst holen, also fundamentale Literatur, die von der SHK holen und nicht esoterisches ja, Geflatter. Mhm. Also deswegen bin ich auch hier zu sagen, es gibt nur wenig gute Bücher und leider ist 90% im Internet ist einfach Halleluja Maria Geflatter. Mhm. Entschuldigung, dass ich so rede, aber es ist einfach so, es ist nicht aufgebaut. Mhm. Und weshalb finden Tierärzte, Mediziner den Weg in meine Ausbildung? Klar. Ich verstehe das Geflatter, weil das hat da auch dazu geführt, dass eben auch eine gewisse Reputation verloren ging von dieser Steinheilkunde, ja. Leider eben durch dieses Geflatter. Und jetzt kommt wirklich eine ganz andere Basis daher. Ja, Bruno, die Zeit ist wieder abgelaufen. Letztendlich können die Zuschauer und Zuschauer natürlich immer auch nach dir suchen, denke ich. Du wirst sicher da sein. Und wenn man mit Tieren Probleme hat und das mal ganzheitlich anschauen will, habe ich ja gesagt, nicht verzagen, einen ganzheitlichen Tierarzt fragen. Das ist immer möglich. Ich hoffe, Menschen wie du in deinem Schlag werden sich noch ganz viel mehr verbreiten. Das wünsche ich mir für die Tiere, das wünsche ich mir aber auch für uns Menschen. Ganzheitliche, umfassende Therapeuten, Ärzte, Mediziner, die einfach alle Seiten zusammensehen, um wirklich die Medizin in die Mitte zu bringen, für Mensch und Tier eigentlich auch leben. Da laufen wir auch, glaube ich, hin. Das ist meines Erachtens auch die Zeit, wo das immer mehr zeigt. Euch beiden herzlichen Dank fürs Erscheinen, da zu sein und diese wertvolle Sendung mit mir gemacht zu haben. Herzlichen Dank Ihnen auch. Alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend. Wiedersehen miteinander.